Ja, eben noch stockdunkel, schöner Sonnenaufgang, schönes Wetter. Wir sind in La Corona. Ja, moin, liebe Reisende. Wir sind in La Caronia, unser erster Hafen. Und es ist angenehm warm. Und ja, wir freuen uns, wieder Land ohne eine Füße zu haben, ne? So nah war ich da noch nie. Wo ist der Anker? Ja, auch in Spanien ist Feiertag, so wie es aussieht. Und hier ist alles geschlossen. Die leben. Sind zum Essen da. Aber die leben. Ja, wir sind sie noch frisch, ne? Aber die bewegen sich doch. You can go or crossing to the beach and go this side. Okay. Or if you visit the old town, you can link here. Ja, das erste, was ich immer empfehle, ist immer in die Touristeninformation zu gehen. Also da kann man sich immer wunderbar die Stadt erklären lassen im Schnelldurchlauf. Kriegt man immer eigentlich eine kostenlose Karte. Und ja, der war super nett, hat mir die ganze Stadt erklärt, wo was ist, wie was zu Fuß abzulaufen ist und top. Und wie gefällt dir? Gut. La Caronia. Ganz toll. Sehr angenehme Temperaturen. Ich freue mich. Ja, bin gespannt, was wir alles sehen heute. Papa? Greta, guck auch mal lieb. Marie Körger. Funktioniert nicht mehr. Nee, das stimmt. Greta auch auf da. Bleib stehen, Marie. Halt dich fest. Super, jetzt guckt man in die Kamera. Und jetzt einmal grinsen und sagen Käsekuchen. Käsekuchen! Aber nicht ins Wasserlauf jetzt, ne? Wollt ihr eure Schuhe ausziehen? Ja! Das ist ja eiskalt hier, wa? Ja. Marie, das langt schon, weiter nicht, ne? Wir haben nichts mit hier. Und das ist eiskalt. Ein Strand für uns ganz alleine, das ist ja schön, ne? Aber es ist auch sehr frisch hier. So. Das ist echt eine schöne Bucht hier. Im Sommer ist das bestimmt traumhaft hier. Richtig schön. Wir sind jetzt zum Leuchtturm gelaufen vom Schiff. Das waren so 2,5 Kilometer, circa eine halbe Stunde. Kostet 3 Euro jetzt Eintritt da hoch.
Kinder zahlen die Hälfte. Und ich und Marie gehen da jetzt hoch, ne? Ja. Greta ist jetzt schon hundemüde, deshalb wartet sie unten mit Dorinda, weil es da auch keinen Fahrstuhl gibt. Ja, und das ist der älteste Leuchtturm der Welt aus dem 2. Jahrhundert. Oder der älteste, noch aktivste Leuchtturm der Welt. Und Marie, schaffst du da hoch? Ja, bestimmt. Schön. Ja, vielleicht sehen wir unser Schiff von da ganz oben, ne? Ja. Uralt ist das, Marie. Guck mal, ich kann ja gar nicht stehen. Ich muss mich hier schon bücken. Wenn ich mich gerade hinstelle, komme ich schon mit dem Kopf an der Decke. Und du? Ich nicht. Weil ich kleiner bin. Boah, guck mal, Uta. So, vorgehen. Geh mal vor. War ja eng hier, ne? Uiuiui, hätte ich mal den Rucksack bei Tobi lassen sollen. Hä? Sind wir schon oben? Nee, das geht noch viel, viel höher. Also, hier kannst du mal aus dem Fenster gucken, Maria. Kannst du mal gucken? Wow, ich sehe alles. Wow, wie cool das denn ist. Aber sind wir jetzt schon oben? Nein. Ich glaube, das geht noch höher. Guck mal, wir gucken mal in die Räume, was hier so noch ist. Cool. Wir haben hier bestimmt Geister gelebt. Ich sehe noch eine Treppe. Ich weiß gar nicht, wie hoch der ist. Ja. Oh, ich kann noch was erkennen. Das Fenster, da kann man aber nutzen. Und die nächste Treppe. Mensch. Zum Glück haben wir Greta nicht mitgenommen. Genau. Ich hatte ja eine Sekunde überlegt, ob wir sie doch mitnehmen, aber. Wir sind oben. Ja, geht nicht mehr. Doch, guck mal, da geht's noch weiter. Boah. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Mary. Mama? Warte, warte. Mama? Ich sehe sie nirgendwo. Das ist auf der anderen Seite, glaube ich. Nee, ich sehe sie. Hat sich auf jeden Fall gelohnt hier hoch, ne? Ja. Es war anstrengend. Aber schöner Ausblick, sehr schön. Ja, ne? Aber es hat ewig gedauert. Bis ja, ist schon ein Akt hier hoch, ne? Mhm. So, die Kinder sind fix und fertig. Wir haben uns jetzt zum ersten Mal so ein Uber bestellt zum Cruise Port. Kostet jetzt 5 Euro und der Fahrer ist in 6 Minuten da. Da sind wir mal gespannt. Haben wir nämlich auch noch nie gemacht, weil das ja auch in Deutschland teilweise nicht verfügbar ist oder jetzt erst neuerdings. Nicht auf die Straße, ja, ne? Die Kinder sind nämlich fix und fertig. Und dann fahren wir jetzt erstmal kurz zum Schiff. Dann können wir da gleich Mittag essen. Dann kann Greta vielleicht eine Stunde schlafen. Und dann können wir noch mal ein bisschen in der Altstadt bummeln. Hallo. Ja, hat bis jetzt super geklappt. Schönes Auto. Gini! Merci! Thank you! Gracias! Gracias! Ja, also Uber ist ja wohl mal der Hammer, muss man ja mal so was sagen. Also wir sind bestimmt 10-15 Minuten gefahren. Uber, also ja, top! Da kam ein schicker BMW, ein Dreier, top sauber. Du hast den Trinker gegeben? 1,15 Euro. Ne? Die Fahrt hat 5,60 Euro oder so gekostet. Der kam innerhalb 7 Minuten, haben wir bestellt per App, also Hammer. Hammer. Mit einem Taxi wäre das auf jeden Fall ein Zwanni gewesen. Ja! So, wir gehen jetzt kurz aufs Schiff, essen was, versuchen die Kleine hinzulegen.
jetzt regnet es in Galizien. Und wir gehen noch mal kurz einen Kaffee trinken draußen. Und guck mal, dass wir da WLAN haben, ein bisschen Video hochzuladen. Ja, das war La Caronia und morgen kommt Porto.